Liebe Greifswalderinnen und Greifswalder, heute Abend hat die Bürgerschaft hier in der Sporthalle getagt und sich mit dem Thema Unterbringung von Geflüchteten beschäftigt. Die Bürgerschaft hat beschlossen in ihrer Mehrheit, dass Greifswald weiterhin bereit ist, Geflüchtete aufzunehmen. Sie hat uns als Stadtverwaltung und dem Landkreis den Auftrag gegeben, intensiv nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten, Wohnungen und Ähnlichem zu suchen. Die Bürgerschaft hat auch beschlossen, dass, falls es nicht ausreicht, nötigenfalls auch Grundstücke für Containerunterkünfte zur Verfügung gestellt werden können. Die Bürgerschaft hat aber auch beschlossen, dass wir vorher das Ergebnis des Bürgerentscheides abwarten. Zu dem Bürgerentscheid kann ich sagen, wir werden die Stimmen jetzt auszählen. Wenn es 4000 gültige Stimmen sind, werden wir eine Beschlussvorlage für die Bürgerschaft erarbeiten. Gleichzeitig muss eine rechtliche Prüfung erfolgen. Sie wird von der Stadtverwaltung und vom Innenministerium des Landes durchgeführt. Wenn das Bürgerbegehren zulässig ist aus rechtlicher Sicht, werden wir eine Beschlussvorlage in die Bürgerschaft einbringen. Die wird dazu abstimmen über den Termin und den Inhalt des Bürgerentscheides. Wir gehen aber davon aus, dass dieser Prozess eine ganze Weile dauern wird, mindestens mehrere Wochen.